Wir sind hier an der biologischen Station Ilmitz, wo die Core Facility for Long-Term Wetland Ecosystem Research der Universität Wien angesiedelt ist. Wir erforschen hier den Kohlenstoff- und Wasserkreislauf des Schilfgürtels und warum dieser für das Ökosystem des gesamten Neusiedlersees so wichtig ist. Angesichts der Diskussionen um die Austrocknung des Neusiedlersees ist das Thema gesellschaftlich besonders wichtig, denn die zunehmende Trockenheit stellt die Gesellschaft vor die Frage, wie sie mit dem Ökosystem des Neusiedlersees künftig umgehen möchte. Mit diesem EDI-Covariance-Messturm messen wir den Treibhausgasaustausch zwischen Landoberfläche, dem Schilfgürtel und der Atmosphäre. Wir haben herausgefunden, dass sich der Schilfgürtel vom Jahr 2019 zum 2021 von einer starken Kohlenstoffquelle zu einer schwachen Kohlenstoffquelle entwickelt hat. Das heißt, wir haben auch eine verringerte Methanausstoßung, aber dafür mehr Speicherung von Kohlenstoff im Schilf. Wir erklären uns diesen Trend folgendermaßen. Zum einen haben wir einen sinkenden Wasserspiegel in der offenen Seefläche des Neusiedlersee, welche auch natürlich Auswirkungen auf den Schilfgürtel selbst haben. Dort fallen die Wasserflächen auch trocken. Das Schilf breitet sich aus und übernimmt diese ehemalige Wasserflächen. Dadurch speichert sich natürlich in der Biomasse mehr Kohlenstoff. Aufgrund des sinkenden Wasserstands des Neusiedlersees haben wir natürlich auch weniger lateralen Austausch zwischen offener Seefläche und Schilfgürtel. Um den Schilfgürtel als Ganzes zu verstehen, entnehmen wir auch noch Wasserproben, analysieren diese und untersuchen mit verschiedenen Messhoben auch noch die Transportwege vom Methan vom Sediment zur Atmosphäre. Für mich persönlich ist das Thema besonders wichtig, weil wir hier lernen können, wie Torfbildung funktioniert und wie ein äußerst dynamisches Ökosystem unter großen Schwankungen von Jahr zu Jahr in Niederschlägen und in Temperaturen sich entwickelt. Im Falle der Austrocknung würde sich der Schilfgürtel stark ausbreiten, zunächst die gesamte Fläche des heutigen Sees bedecken. Im Falle der Dotierung von Wasser aus der Donau und dem Neusiedler See wäre mit Folgen zu rechnen, die wir noch gar nicht abschätzen können. Das heißt, im Sinne einer konservativen Bewirtschaftung müsste man sich schon überlegen, ob man dieses Risiko eingehen will. Schließlich ist der Neusiedler See ein äußerst dynamisches Ökosystem. Diese Dynamik, die Wechsel von Austrocknung und Wiederbefeuchtung, hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Und das wird durch den Klimawandel natürlich noch verstärkt. Und wir sollten diese Dynamik nicht als Problem, sondern als Eigenschaft des Sees ansehen.